Guten Morgen, es freut mich sehr. Ja, schön, dass ich wieder einmal bei Ihnen und bei euch bin. Es ist einige Zeit vergangen und es passiert mir etwas Eigenartiges, nachdem ich da 23 Jahre, sagt sie, es war wahrscheinlich noch viel länger, an der Universität war, habe ich jetzt plötzlich das Gefühl, dass ich, seitdem ich nicht mehr an der Universität bin, dass ich anfangen kann, richtig frei zu denken. Und das führt dann dazu, dass ich immer wieder versuche, dieses, was da an Vielfalt und an Problemen auftaucht in unserer Gesellschaft, dass ich versuche, das irgendwie auf den Punkt runterzubringen. Und das ist der Grund, weshalb ich manchmal ein Buch schreibe. Ich schreibe nicht Bücher, damit ich irgendwas verkaufen kann, sondern es interessiert mich richtig, wie es ist und ich will es verstehen. Und wenn ich es dann verstanden habe, ist das Schreiben eines Buches eine Sache von 14 Tagen. Das ist nicht das Thema. Und dann habe ich mich in dieser Zeit, weil ich nun also so nicht mehr da jeden Tag irgendwelche Aufgaben zu erfüllen habe und mich jeden Morgen fragen kann, was will ich denn heute mal machen, habe ich mich natürlich auch mal gefragt, warum ich überhaupt so blöd unterwegs bin. Es ist ja schon ein bisschen anstrengend. Ich komme jetzt gerade von der Vortragsreise von der Woche in Österreich und es ist mir ein Bedürfnis, euch das allen einfach mal zu sagen, was mich da eigentlich antreibt. Und das ist der Umstand, dass ich irgendwo so in dieser Zeit zwischen 8 und 10, also als ich ein kleiner Junge war, habe ich mich in die Vielfalt des Lebendigen verliebt. Das war derartig geil auf diesem Dorf, wo ich dann an dem Bach diese ganzen Krebse und Mücken und Eintagsfliegenlarven und Köcherfliegen alle entdeckt habe und dann noch auf den Wiesen und in den Feldern. Und es hat mir das Herz derartig aufgemacht, dass es so vieles gibt, dass es so viele unterschiedliche Lebewesen gibt, Tiere, Pflanzen und dass die alle auch noch so irgendwie miteinander auskommen, dass da so was Tolles rauskommt und jetzt kommt es. Und deshalb habe ich dann Biologie studiert, weiß ich erst jetzt. Deshalb habe ich Biologie studiert und dann habe ich eben Hirnforschung gemacht, aber weil sich's eben, ja, jetzt kann ich es, man kann es im Nachhinein besser sagen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten und ich halte es auch nicht aus, noch länger zuschauen zu müssen, wie eine vorübergehend im Hirn irregeleitete Spezies dabei ist, diesen Planeten zu ruinieren mit all dieser wunderbaren lebendigen Vielfalt. Und deshalb mache ich das eigentlich aus Liebe. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Ich weiß auch nicht, ob es was bringt, aber ich mache es so gut ich es kann. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir immer wieder in die gleichen Fehler in dieser Gesellschaft reinfallen und dass deshalb diese Entfaltung dieses wahnsinnigen Potenzials, was in uns drinsteckt, überhaupt nicht gelingen kann. Also die Hirnforschung zeigt ja, da ist ja viel mehr, da geht ja viel mehr, als da am Ende rauskommt bei jedem Einzelnen. Ja, auch wir, wie wir hier sitzen, ist eben so. Und wo wir überhaupt noch nicht angefangen haben, darüber nachzudenken, ist, was eigentlich rauskommt, wenn sich 5 Leute zusammentun und wirklich wissen, was sie wollen. Und sich dann auf den Weg machen, in einem ko-kreativen Prozess, in einer individualisierten Gemeinschaft loszulegen. Das habe ich jetzt mal versucht, in einem Buch rauszufinden, das heißt, wie Träume wahr werden, weil wir über die Akademie ein Radfahrteam begleitet haben. Ein Radfahrteam aus Thüringen, die hatten sich den Traum oder das innere Anliegen oder das Ziel, sie wollten einmal das Race Across America machen. 5000 Kilometer Westküste zur Ostküste rüber und das wollten die dann machen. Und die Akademie ist dazu da, wenn jemand so irgendeinen Traum hat als Team und jemand in einem Team zusammen mit anderen arbeitet und das Gefühl hat, das geht noch nicht so, wie es sein sollte, dann kann man sich melden und dann gucken wir, ob da irgendwas geht. Und die haben sich gemeldet, die waren nämlich probehalber mal schon mal an die Ostsee gefahren und wieder zurück aus Gera. Und dann riefen sie an und sagten, das wird nichts. Wir haben uns immer zu in die Haare gekriegt. Und jetzt brauchen wir meine Hilfe. Und jetzt kommt eigentlich dann habe ich die getroffen einen Nachmittag lang und habe mit denen
Die hatten ja schon ein Ziel, die wussten, wo sie hinwollen. Was die nicht hingekriegt haben, die sind nicht aus den Mustern herausgekommen, wie die miteinander umgehen. Und das kann man ihnen zeigen. Und zwar nicht, indem man sie belehrt, sondern indem man ihnen hilft, es zu verstehen. Und das ist in diesem Nachmittag passiert. Die haben sich auf einmal völlig anders angefangen, miteinander in Beziehung zu setzen. Das hat denen so eine Freude gemacht, dass die fast in so einen flowartigen Zustand gekommen sind. Und dann habe ich sie aus den Augen verloren, waren dann eben weg. Und am Ende des Sommers ruft der eine mich an, der mich damals auch gerufen hat, und sagte mir, sind wir da da? Ich sage, das ist ja großartig. Und habe das denn geschafft, seid darüber. Aber was heißt ja geschafft? Wir haben gewonnen mit 5 Stunden Vorsprung vor den Amerikanern. So, das ist Potenzialentfaltung in Gemeinschaften und macht ein bisschen deutlich, und darum soll es jetzt in dieser kurzen Keynote gehen, worum es geht, worauf es da eigentlich wirklich ankommt. Das erste heißt, es kommt nicht darauf an, dass man viel weiß. Das ist schön, dass man viel weiß, kann man auch viel machen, aber viel Wissen heißt noch nicht, dass man bereit ist, sich zu verändern. Wissen ist etwas, was ich da oben habe oder in meinem Smartphone oder bei Wikipedia. Das hat keinen Einfluss auf die Welt, auf mich nicht und auf niemand anders. Und deshalb wäre es schöner, wir achteten darauf, dass wir uns nicht gegenseitig mit unserem Wissen vollsülzen, sondern dass wir uns gegenseitig helfen zu erkennen. Das ist schon mal eine andere Nummer. Dann gebe ich dem anderen wenigstens eine Chance, dass der es in seinem Hirn selber konstruiert. Und wenn man aber sagt, erkennen, dann wissen wir haben sehr vieles erkannt. Monika hat es ja wunderbar gezeigt. Wir haben alles erkannt, wir kriegen es aber nicht hin. Und deshalb ist Erkennen noch nicht genug, weil das Erkennen auf einer rein kognitiven Ebene stattfindet, ganz oben im Kortex. Aber jedenfalls, es berührt uns nicht. Es berührt uns nicht, wenn wir was erkannt haben. Finden wir toll. Und dann machen wir trotzdem so weiter wie bisher. Und deshalb, und da finde ich diese deutsche Sprache, die finde ich einfach grandios. Und deshalb gibt es ja noch eine Stufe, wie man das beschreibt. Und das geht dann über das Begreifen. Oh, das sind auf einmal die Hände mit dabei, da geht es ans Tun. Und dann kommt dieses wunderbare Wort, worum es mir geht in allem, was ich tue, ums Verstehen. Und Verstehen heißt, das geht bis runter in die Füße, und ist ein ganzheitlicher Akt. Und wenn ich wirklich etwas verstanden habe, dann ist es nicht nur kognitiv, dann ist es auch emotional, dann ist es auch körperlich, es erfasst mich ganz. Und wenn ich irgendetwas verstanden habe, dann kann ich nicht mehr so weitermachen wie bisher. Alles andere führt zu nichts. Und deshalb müssen wir uns gegenseitig helfen zu verstehen, warum wir so bescheuert unterwegs sind. Das ist schön. Und die Antwort darauf ist total einfach. Wir haben die falsche Vorstellung von uns selbst. Wir haben die Vorstellung, es käme im Leben darauf an, dass man überlebt. Und diese Vorstellung, dass es im Leben darauf ankommt, dass man überlebt, kommt aus einer Art des gesellschaftlichen Zusammenlebens, in dem es wohl offenbar möglicherweise eine ganze Zeit auch wirklich darauf ankam, und es war eine wunderbare Rechtfertigung für die Aufrechterhaltung eines Systems, eines gesellschaftlichen Beziehungssystems, in der einer auf Kosten von anderen zu überleben versucht. Inzwischen nicht mehr nur einfach nur zu überleben, sondern inzwischen versucht, dass sich einer versucht, sich auf Kosten von anderen möglichst viel Bedeutung zu verschaffen, was fast mit dem Leben gleichkommt, weil unsere Art, vor allen Dingen die von Männern, sich bedeutsam zu machen, besteht ja nicht darin, dass man Leben schenken kann, wie das Frauen können, sondern Männer müssen aufgrund dieses großen Defizits, dass sie kein Leben in die Welt setzen können, müssen sich eben dann leider immer ein bisschen sehr bedeutsam machen. Und dann muss man sich, wie soll man sich bedeutsam machen, wenn alle sich bedeutsam machen wollen, muss man sich eben auf Kosten von anderen bedeutsam machen, indem man die abwertet. Und naja, das wollen wir jetzt nicht weiter besprechen. Wir wollen der Frage nachgehen, was das eigentlich bedeutet, wenn man so eine blöde Vorstellung hat, dass es ums Überleben geht. Dann sucht man sich eine Theorie, die heißt Darwinismus, und findet dann plötzlich, jawohl, das geht ja in der Natur überall ums Überleben. Und dann sucht man sich, und dann geht es in der Natur überall ums Leben, dann sagt man, es gilt für uns auch. So, und was man nicht sieht, ist, dass der Mensch eine andere Spezies ist als Affen und andere Mäuse und sowas. Jedenfalls könnte das sein.
Wir Menschen, wir brauchen ja nur um uns herum zu gucken, wir sind doch die Generation, die das am dramatischsten erleben. Wir Menschen verändern unsere eigene Lebenswelt, also die Welt, in der wir leben, unglaublich viel stärker und unglaublich viel schneller als jedes andere Tier. So, das heißt, wir können ja nur überleben, indem wir uns selbst verändern. Deshalb heißt die Ideologie nicht, es geht ums Überleben, sondern es geht um die Frage, wie können wir uns selbst weiterentwickeln? Wie kommen wir aus der Nummer raus, dass wir alles festhalten wollen, wie es ist, und machen uns endlich auf und bewegen uns nach vorn? Und das heißt doch plötzlich ganz andere Fragen zu stellen, wenn ich mich plötzlich frage, wie kann ich mich am besten weiterentwickeln? Na, dann komme ich hierher und schenke euch das Wissen und das Können und das, was ich verstanden habe, damit ihr es nutzt und miteinander wieder teilt. Das heißt, weiterentwickeln kann man sich nur gemeinsam und nicht gegen andere. So, und deshalb heißt auch dieses Prinzip, Potenzialentfaltung ist möglich, und zwar in einer wunderbaren Weise. Nachher im Workshop werden wir noch ein bisschen gucken, wie das geht im Einzelnen. Aber Potenzialentfaltung ist zu jedem Zeitpunkt des Lebens möglich. Zu jedem Zeitpunkt des Lebens, das ist die frohe Botschaft aus der Hirnforschung, kann man sich da oben die Vernetzungen, mit denen man bisher herumgewurschtelt ist, auch nochmal neu bauen. Aber man müsste wissen, wofür, und man müsste wissen, warum. Und man müsste verstanden haben, dass man bisher sozusagen ein Suchender gewesen ist und irregeleitet worden ist. Nicht von irgendjemand, sondern von einem System, in dem man groß geworden ist. Und dieses System, in dem es immer wieder darum geht, dass man Menschen einredet, es ließe sich nichts ändern an dem, wie es ist, bis die das am Ende auch noch glauben und von sich selbst davon überzeugt sind, dass es nicht geht. Dieses System heißt hierarchische Ordnungsstruktur. Und jetzt wird es wirklich interessant, weil unser menschliches Hirn ist so formbar, ist so plastisch, und wir alle kommen schon unterschiedlich zur Welt, weil wir alle einen unterschiedlichen Körper haben, an dem sich diese Vernetzungen im Hirn strukturieren. Anschließend geht jeder von uns durch eine bestimmte Familie in einer bestimmten Gegend, in einem bestimmten Kulturkreis und erwirbt all diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es dort braucht und auf die es dort ankommt. Und dabei verfestigen sich aus diesem riesigen Überangebot von Vernetzungen, mit deren Hilfe man in der Lage wäre, sich in jedem Ort dieser Welt, wo Menschen leben, zurechtzufinden, da verfestigen sich dann bestimmte, die man daheim in seiner Klitsche bei diesen Eltern und diesen anderen Kumpels, mit denen man zusammen ist, eben braucht. Und dann hat man ein Hirn. Und das ist manchmal ein bisschen eng. Und da hätte auch noch ein bisschen mehr gekommen können. Und dann, wenn man dann sagt, da geht doch noch was, dann sagt man, nee, da geht nichts mehr. Und die Hirnforscher haben das selbst 100 Jahre gesagt. Die haben gesagt, einmal fertig entwickelt, einmal mit den genetischen Programmen aufgebaut und dieses schöne Netzwerk, was man dann als Erwachsene gekriegt hat, war mal besser und mal schlechter. Deshalb brauchte man auch verschiedene Schulsysteme. Das dreigliedrige Schulsystem haben wir deshalb, weil uns eine Wissenschaft erklärt hat, dass es bessere und schlechtere Gehirne gibt und dass man das möglichst früh erkennen muss. Deshalb gibt es jetzt auch Diagnostik schon im Kindergarten. Damit man möglichst schnell erkennt, welche sich für die Einfügung in dieses hierarchische Ordnungssystem besonders gut eignen. Und es gab immer welche, die saßen schon weiter oben und die haben immer dafür gesorgt, dass ihre Sprösslinge möglichst weit da oben eingeordnet worden sind. Und jetzt kommt es, jedes hierarchische Ordnungssystem hat ein einziges Interesse. Und das heißt, möglichst nicht weiterentwickeln. Da geht nichts. Sobald da irgendwie die Leute sich wirklich anders und weiterentwickeln und nicht so, wie es für das System gebraucht wird, zerfällt das System. Und jetzt kann man fragen, wie kann man denn als Menschheit so bescheuert sein, dass man sich so ein System aufbaut, wo man sich gar nicht mehr weiterentwickeln kann, obwohl doch die Weiterentwicklung die Voraussetzung fürs Überleben ist. Und da ist die Antwort: Wir können nicht leben miteinander als so verschiedene, die auch noch gleichzeitig so sehr voneinander abhängig und aufeinander angewiesen sind, wenn wir nicht irgendeine Art von Ordnungsstruktur in unserem Zusammenleben bringen. Anarchie ist scheiße. Und Durcheinander auch. So, und dann gibt es eben so ein Grundgesetz, das wirkt im Hirn
Und das wirkt auch in jedem anderen sozialen System. Und das wird auch von keinem gemacht, sondern das ist eben immer so. Und das heißt, jedes soziale System ordnet die Beziehungen seiner Konstituenten so lange, bis die zur Aufrechterhaltung dieses Systems notwendige Energie möglichst gering ist. Also das Hirn zum Beispiel hat da die Halsschlagader, die geht da hoch und bringt da Glucose und Sauerstoff hoch. Und jetzt muss das Hirn in drei Teufelsnamen mit dem zufrieden sein, was da hochkommt. Das kann nicht einfach hier aufmachen und gucken, ob es in Afrika oder irgendwo in der dritten Welt noch Rohstoffe gibt, die man auch noch benutzen kann. Das Hirn muss Wege finden, um sich selbst zu organisieren in einer Weise, dass der zur Aufrechterhaltung seiner Funktion notwendige Energiegehalt, Energiebedarf so gering wie möglich bleibt. Und deshalb sind all unsere Hirne darauf optimiert, so zu arbeiten, dass man möglichst wenig Energie verbraucht. Ja, ich verstehe, ne? Es ging mir ums Verstehen. Der Zustand, in dem man die wenigste Energie verbraucht, das hat auch jetzt wirklich gar nichts mehr mit Wissenschaft zu tun, da muss man nur das Hirn einschalten, ist der, wo alles passt. Klar. Wo hinten und vorne und oben und unten und rechts und links und das Herz und das Hirn und das Darmhirn, wo die alle gut zusammenfassen und wo man das Denken, Fühlen und Handeln so erlebt, dass das auf einmal eine Einheit ist. Und dann ist man auch noch in der Gemeinschaft, in der man unterwegs ist und in der Natur und in der Kultur total gut eingebunden. Und wenn man dann aus Indien kommt, dann ist man auch noch kosmisch total verknüpft. Und dann passt alles. Und das ist diese idiotische Vorstellung, die wir als Gesellschaft verfolgen, dass alles passen soll. Das nennen wir mal Schlaraffenland, das nennen wir mal Himmelsreich, das nennen wir mal Paradies. Und die Wahrheit, die biologische Wahrheit heißt, das gibt es überhaupt nicht. Das kann es auch gar nicht geben. Schon, es gibt es einmal, diesen Augenblick können wir alle erleben. Das ist der Augenblick, wo wir gerade gestorben sind. Da passt es wieder. Und vorher muss das Leben immer wieder versuchen, das Unpassende passend zu machen. Jetzt komme ich zum Bereich Innovation. Es muss merken, dass irgendwas nicht da ist, das erschüttert die Person und dann auch das Hirn, bringt alles durcheinander. Man sagt, so kann das doch nicht weitergehen, jetzt muss ich doch eine Lösung finden. Und wenn man dann irgendeine Lösung, und das ist ein energiefressender Zustand, da fühlt sich keiner wohl, dann merkt man, wie das einem durch den Bauch und durch den ganzen Körper geht, dass das so ein Mist ist, wie da die Politik im Augenblick läuft in unserem Land. Und dann muss man versuchen, irgendeine Lösung zu finden, da oben. Weil das kann man ja nicht aushalten. Das heißt, diesen inkohärenten Zustand im Hirn versuchen wir nun in einen kohärenteren umzuwandeln, wo es wieder besser passt. Und was macht der deutsche Michel, wenn es mal nicht mehr passt? Und er nicht weiß, wo es lang geht und er davon überzeugt ist, dass das Wichtigste im Leben die Besitzstandwahrung ist. Er ruft nach einem, der es passend macht. Das soll Ordnung wiederherkommen. Und das ist ja nun nicht nur ein Ruf, der in unserem Land erschallt, der erschallt im Augenblick überall. Und auch in den USA haben wir ja einen Ordnungsstifter, der sich durch besondere Qualitäten auszeichnet. Und was wir da feststellen, ist fast völlig Verrücktes. Und dann bin ich gleich fertig. Die hierarchischen Ordnungsstrukturen haben sich entwickelt zu einer Zeit, als Menschen sesshaft geworden sind und Eigentum angesammelt hatten. Das musste das Eigentum verteidigt werden gegen andere sesshafte Gruppen. Und es war ein Segen, dass den Menschen das eingefallen ist. Wenn unsere Vorfahren sich nicht darauf eingelassen hätten, solche hierarchische Strukturen auszubilden, wären wir hier alle von irgendwelchen anderen, die es geordnet haben, weggeputzt worden. Ja? Und das ist ja auch immer wieder passiert. Diese hierarchischen Ordnungsstrukturen, die da vor 10.000 Jahren entstanden sind, nicht nur gut gewesen fürs Militär, sondern die waren auch für die Organisation der wirtschaftlichen Beziehungen gut. Die haben sich in Familien bewährt. Man muss mal das Alte Testament lesen mit Josef und seinen Brüdern. Das heißt, überall gab es hierarchische Ordnungsstrukturen und die gingen richtig gut. Und diese hierarchischen Ordnungsstrukturen haben einen total guten Vorteil. Und deshalb haben die sich in alle Bereiche ausgedehnt, sogar in die katholische Kirche.
Und diese hierarchischen Ordnungsstrukturen führen dazu, dass Menschen sich auf dieser Hierarchie irgendwo weiter unten erleben und damit zum Objekt der Anordnungen und der Maßnahmen und der Erwartungen und der Bewertungen anderer werden. Und da müssen sie raus. Das hält keine Sau aus, sowas. Und Potenziale entfalten kann man erst recht nicht. Und deshalb haben sich seit 10.000 Jahren, wir reden hier nicht um Kapitalismus und Kommunismus oder irgend so ein Zeug, was da in den letzten 200 Jahren mal hin und her gegangen ist. Seit 10.000 Jahren haben Menschen in diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen gelebt. Und es seit 10.000 Jahren haben sich immer welche angestrengt, sozusagen hochzukommen in dieser Ordnung, weil da unten ist scheiße. So, und wenn man sich anstrengt, damit man aufsteigt, ja, dann muss man was erfinden, dann muss man was erdecken, dann muss man eine Innovation ins Land bringen, dann muss man auf irgendeine Art und Weise da bedeutsam werden in dieser Ordnungsstruktur. Und wenn sich 10.000 Jahre Menschen anstrengen und dauernd was erfinden und entdecken und wissenschaftlich und sonst wie arbeiten, was passiert? Dann wird diese Welt, in der die leben, so kompliziert, dass am Ende sie nicht mehr mit einer hierarchischen Ordnung zu lenken ist. Wunderbar. Das ist Zauberlehrling pur. Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht wieder los. Das heißt, wir haben eine hierarchische Ordnungsstruktur geschaffen, damit eben Zusammenwirken möglich war. Und das war ja dann auch kohärenzstiftend. Wenn einer sagt, wo es lang geht und alle folgen, ist gut. Dann hat sich das bewährt, weil alle wollten hoch und es hat sozusagen den dauernden Treibstoff nachgeliefert, dass das Ding auch gelaufen ist und dann ist dadurch die Welt immer komplexer geworden und jetzt ist die Welt so komplex geworden, dass es nicht mehr geht. Und deshalb gibt es jetzt sehr viele verunsicherte Menschen und was rufen die? Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Oder Merkel muss weg oder wir brauchen einen, der das wieder ordentlich macht. Das ist doch die große Sehnsucht, dass einer kommen mag, der eine hierarchische Ordnungsstruktur wieder aufbaut, dass es alles wieder sortiert ist. Und da wissen wir alle, wie wir hier sitzen, das geht natürlich nur dann, wenn man die Welt einfach macht. Sie müsste wieder so einfach werden, wie sie mal vor 300 Jahren war, dann könnte man wieder eine hierarchische Ordnungsstruktur einführen und die einzige Möglichkeit, die gegenwärtige Welt so einfach zu machen, damit man wieder eine Hierarchie gebrauchen kann, heißt ein richtig großer zerstörerischer Krieg. Nicht nur in der dritten Welt, wo es uns nicht wehtut, sondern hier. Und deshalb bin ich so froh, dass so viele junge Leute hier sind und endlich und ich auch ein bisschen dazu beitragen kann, woran sie eigentlich arbeiten. Und dass es hier um etwas geht, was viel tiefer reicht als diese vordergründige Umweltschutzbewegung. Das geht hier um eine Transformation der Menschheit, die ungefähr so groß ist wie die damalige Transformation, als wir sesshaft geworden sind. Damals haben wir die Hierarchie eingeführt und jetzt nach 10.000 Jahren merken wir, es war okay, wir haben viel erfunden, wir sind auf den Mond geflogen, aber als Menschen und in unseren mitmenschlichen Begegnungsmöglichkeiten haben wir uns seit 10.000 Jahren keinen Zentimeter von der Stelle gerührt und das ging auch nicht, weil man in den hierarchischen Ordnungsstrukturen so funktionieren musste, wie das da drin vorgesehen ist. Und wir sind die erste Generation, die das entdeckt und die auf einmal sagen kann, okay, dann müssen wir das nicht mehr mitmachen. Und deshalb habe ich das Beispiel von den Radfahrern am Anfang erzählt. Das geht, es geht alles. Und wenn ich jetzt noch wenigstens ein bisschen mehr Zeit hätte, könnte ich noch so vieles erzählen. Für diejenigen, die Lust haben, nachher das noch ein bisschen zu vertiefen und es auch ein bisschen konkreter zu machen, haben wir einen Workshop. Jetzt ist aber erstmal eine Pause angesagt, wurde mir gesagt, ich habe meine 20 Minuten abgearbeitet und bin einmal durchgeschwitzt und bedanke mich ganz herzlich. Applaus